Er kämpft. Und er ist keiner, der aufgibt. Jeder andere hätte halt den anderen Zug gemacht. Er hat einen anderen Weg gefunden. Und jetzt kämpft er auch. Diesen Job und diese Position, die er jetzt hat, die hat er ja von null auf selber kreiert. Er kam ja aus einer ganz anderen Branche, hatte mit ihm überhaupt nichts. Also für mich ist die Gefahr größer wie die Stärke. Ich habe in meinem Leben immer eins gemacht. Ich schaue immer, egal wenn ich was abwiege, was ist das Worst-Case-Szenario? Die Gefahren sind immer die größte Bedrohung. Und die musst du im Griff haben. Wenn wir die im Griff haben, werden wir auch unschlagbar sein. Ich habe angefangen mit Immobilienentwicklung und habe mich dann 2018 dazu entschieden, ein eigenes Maklerunternehmen aufzubauen, Bricks and Mortar Immobilien. Wo entwickelt sich die Firma hin? Und dann schaut man zurück und sagt, ja, das war wahrscheinlich der Punkt, der passieren musste, auch wenn es scheiße ist. Oh, das ist gleich emotional. Ich weiß, das ist ein Schwerfeld. Ich darf da nicht aufstehen, aber es war ein geiles Jahr. Es war ein herausragendes, es war ein für mich sehr hartes Jahr. Max ist ein absoluter Gewinnertyp. Also ich kenne keinen, der so energisch ist, ja, und so nach Erfolg und auch nach dem Gewinnen strebt wie Maximilian Wolf. Er ist eine absolute Inspirationsperson für mich. Er erwartet von seinen Mitarbeitern, dass die genauso am Unternehmen und im Unternehmen arbeiten wie er. Aber ich habe diesen Plan vor Kopf und deswegen bin ich mir sicher, wir schaffen das. Aber alleine schaffe ich es nicht, sondern nur wir schaffen das. Und das ist, glaube ich, auch eines der Erfolgsgeheimnisse. Ich bin keine One-Man-Show. Dass er das geschafft hat, innerhalb weniger Jahre diese Coaching-Schiene da so auf- und auszubauen, das fand ich schon, ja, sehr beachtlich. Alle drei hätten Makler des Jahres werden können, aber einer kann es nur werden. Und es ist in 2023 die Bricks und Mortar. Yes. Yes! Hätte ich nie gedacht, dass wir in so ein Wespennest in der Immobilienwirtschaft da reintreten. Nein, never. Alles geil. Wenn es nicht mindestens 30 im Monat sind, ist es kein System. Punkt. Ende der Ansage. Gibt es da jemanden, der eine der größten Enttäuschungen meines Lebens ist, den ich als Freund gesehen habe, der Vertrauen bekommen hat und dann Datensätze des Unternehmens nachweislich exportiert hat und mir dann erzählt, er macht jetzt auch Coaching? Man kann sich auf den Wolf hundertprozentig verlassen. Das ist das Schöne mit ihm, dass er Aussagen, dass er die durchhält und dann auch so lebt. Also er sagt dann nicht, ja, haben wir Pech gehabt oder nochmal, dann machen wir halt die Hand auf, sondern er ist dann dabei, die Lösung zu finden, auch wenn es mal ins Negative reinrutscht. Max ist ein energiegeladener Mensch, der ein sehr vereinnahmtes Wesen hat, der extrem nach vorne denkt, und wenn er einen Schluss gefasst hat, dann reißt er so sein ganzes Umfeld mit. Das war vorhin noch viel grüner hier, jetzt ist die Sonne sehr tief, aber es ist schon, schau mal allein da hinten hin. Da kann man ein geiles Interview führen, schau mal, diesen Blick da, dieses, schon geil, oder? Ja. Können wir auf dicke Hose machen. Also Maximilian Wolf, ich bin mittlerweile 45 Jahre jung, verheiratet seit über 20 Jahren. Und ja, ich bin Geschäftsführer einer Immobiliengruppe, ist mittlerweile eine Gruppe geworden. Ich habe angefangen mit Immobilienentwicklung. Wir haben klassisch Grundstücke gekauft, parzellieren die, zerschneiden die wie Pizzaschnitten und haben aus einem großen Grundstück 4 Doppelhaushälften gemacht und habe mich dann 2018 dazu entschieden, ein eigenes Maklerunternehmen aufzubauen, Bricks and Mortar Immobilien. Also die Entwicklung, was er gemacht hat, ist extrem. Ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was er alles so macht. Er hatte mich irgendwann mal informiert und hat gesagt, ich gehe jetzt in einen ganz anderen Sektor
Er hat Coaching-Kurse gemacht, er hat Rhetorik-Kurse gemacht. Ich glaube, er schaltet auch nachts nicht ab. Das ist die Problematik, was es gibt. Wenn man abends nicht mehr abschalten kann, er geht zwar zur Familie, aber ich glaube, sein hinteres Rädchen, das rackert und rackert und rackert. Ja, nicht jetzt, dass er sagt, ich muss jetzt Business machen, um Geld zu verdienen. Das glaube ich nicht, ja, weil da ist er so weit aus dem Obligo draußen. Das ist nicht das Problem. Aber er möchte halt noch weiter kommen, noch weiter, noch mal. Und das könnte mal extrem werden, auch für einen jungen Mann. Der ist fleißig, der will was erreichen, er ist ehrgeizig. Das Umfeld passt auch, Familie, gibt ja in der Branche genügend so Burschen, die halt mal die schnelle Mark machen, aber ja. Naja, und das war bei ihm alles sehr, für mich sehr solide, ja. Und daraus ist dann auch gesagt, gut, machen wir mal ein Projekt zusammen. Wenn es schief gegangen wäre, hätte man sicher kein zweites gemacht, ja. Aber so ist es dann über die Jahre ganz gut gewachsen. Also ich schätze in erster Linie, dass er seriös ist. Ich schätze ihn als sehr kreativ ein. Ich schätze ihn als zuverlässig ein, berechenbar und anständig. Hektisch läuft er immer durch die Gegend. Am liebsten 3 Telefons am Ohr, gell, damit er sagt, hier, hallo, hier ist der Max Wolf, was wollen Sie haben und so weiter und so fort. Max hat schon die Fähigkeit, Dinge größer zu denken. Und manchmal brauche ich das selber, weil ich eben seit 30 Jahren in dieser Bubble bin. So brauche ich manchmal selber länger, bis ich ihm folgen kann. Und dafür bin ich ihm dankbar. Er ist sehr fokussiert. Das heißt, wenn er sich was vornimmt und überzeugt davon ist, dass es zielführend ist, verfolgt er dieses Ziel sehr, sehr konsequent. Ist bereit, hier über Grenzen hinaus auch zu gehen, über seine eigenen Grenzen auch hinaus zu gehen. Ich habe mich dazu entschieden, Max Wolf als Brand zu etablieren im Bereich Coaching. Also sprich, die Idee war, Menschen dabei zu helfen, Wissen zu transformieren, weil ich wusste, wenn ich wachsen will und mehr Standorte aufbaue, brauche ich eine Akademie. Und dann geht der Weg eben rückwärts von Investment, Marken auf Coaching. Ich lerne Leute kennen, erreiche neue Standorte in Deutschland, kann mehr Investments machen. Es sind mittlerweile über 100 festangestellte Mitarbeiter in der Gruppe. Und das ist die Aufgabe, die mir wahnsinnig viel Spaß macht, glaube ich, so auch strategisch da die Impulse zu geben. Die Treppen da unten, da kannst du richtig geile Bilder machen. Oder du kannst auch dahinter machen, schau. Wenn du da hinstellst und dann in die Häuserschlucht hinter. Wir sind mit Familie hier und genießen immer die Zeit hier ein paar Tage oder eine Woche. Und dann ist mir diese Stadt auch zu wild, zu pulsiv. Dann liebe ich es eher ländlich, wo ich wohne. Da habe ich meinen Wald, da habe ich Ruhe, kann in die Stadt, wenn ich will. Aber Dubai ist geil. In Dubai sind sie sehr, sehr mit Kameras hinterher, wo du filmst, was du machst, ob du eine Erlaubnis hast. Und der wollte jetzt fragen, ob wir eine Erlaubnis haben zu filmen. Ich habe gesagt, ja, liegt offen. Der Mietmarkt explodiert, Kurzzeitbettenvermietung explodiert. Bestandsimmobilien bis 600.000 gehen, was gar nicht mehr geht, ist Neubau. Neubau ist tot. Neubau kannst du streichen. Krass. Da bringst du wirklich Geld mit. Also ich bin noch an ein paar Grundstücken behaftet, die ich einfach nicht wegbekomme. Mhm. Und jetzt irgendwie gucke nur raus, lieber ein Ende mit Schrecken als kein Ende. Mhm. Jeden Monat die Zinsuhr mit 4,5% ist schon brutal. Da geht es vielen in Deutschland so und die zerreißt es alle. In Amerika zum ersten Mal 8% Zinsen wieder. Hast du gesehen letzte Woche? Nee. Ich will es gar nicht hören. 8%. 8%. Also wenn ich 8% zahlen müsste, dann müsste ich auch nicht weiter. Ja. Und dann muss ich sagen, wir überweisen jetzt jeden Monat 60.000, 70.000 Euro Zinsen. Ras Al Khaimah pushen jetzt alle, dieses andere Emirat. Also, was ist das? Nochmal, ich denke nicht, ich fühle nicht, ich mache meine Research. Das ist die zweite Palme, oder? Nee, Ras Al Khaimah ist 1,5 Stunden von hier. Und da verkaufen sie gerade Immobilienpreise wie auf der Palme, off plan, ready in 2027, also vom Plan, ready 2027 zu Quadratmeterpreisen, wo dir die Ohren schlackern. Da fährst du dahin und weil da ein Casino hinkommt, inshallah. Mhm. Und das Trump ist in den 80er Jahren gemacht, in den USA.
Das ist, was ich meinen Leuten sage. Ich so ganz ehrlich, die werden hier 5 Casinos aufmachen, weil jetzt, weil immer wir gehen ins Casino, setzen alles auf Rot, gewinnen. Gehen, dann wollen wir schon irgendwie rausgehen, feiern, geil essen und hier in Disneyland für Erwachsene sein. Und das ist, ist es ja. Das ist ein guter Spruch. Natürlich ist es ein anderes Land, es hat eine andere Bauqualität, es hat eine andere Vertriebsstruktur und andere Werte und Kulturen, aber grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt. Die Frage ist, macht es Sinn, als Deutscher nach Dubai zum Investment zu gehen? Aber das muss ja auch wieder für sich selber entscheiden und das ist ja nichts Verwerfliches. So, ihr Lieben, wir sind beim Besichtigen von Villen. Kamera ist dabei und jetzt habe ich gerade einen neuen Hack kennengelernt, nämlich Doppelklick. Und dann seht ihr die Villen, die wir jetzt anschauen. Da ist schon für die Weihnachtsfeier heute Abend vorbereitet. Mein Auto oder mein Traumauto steht auch hier. Ferrari, Urus, alles ist da. Die Villen kaufen und alles, ich verhandle dir, dass er das Auto noch mit dazu reinschmeißt. Okay, also mega, mega. Und jetzt bin ich gespannt, was da hinter diesen Türen passiert. Diese Häuser heißen eigentlich Les Giraffes Maison, wegen den Giraffen hier. Wir haben nur gerade ein Christmas Outfit bekommen gestern. Genau. Genau, hier ist halt quasi so ein bisschen die der Winter, Weihnachten bei 29 Grad ist auch nicht schlecht, ne? Über die Frage, wie man sein Level definiert, aber zu Deutschland und zu allen anderen 99% der Menschen in der Welt ist das hier ein anderes Level. Definitiv. Also, ich bin geflasht. Du hast den Erfolg erreicht, dein Team feiert, ne? Also ein bisschen so diesen Spirit von diesem Teamwork. Der Eigentümer hier hat mich mehr inspiriert als das Haus. Er hat eine Frage beantwortet, nämlich Nein gibt's nicht im Leben. Und wenn man einen Willen hat, dann wird man es auch schaffen. Und das ist ja so mein Lebensmotto. Wenn du eine Vision hast, dann zieh es durch und es wird funktionieren. Man muss halt nur dran glauben und man muss mit Niederschlägen umgehen. Die gleichen Geschichten, die gleichen Niederschläge. Das nehme ich immer mit. Sowas motiviert mich. Also. Und dann kann man auch so ein Leben hier leben. Es gibt immer ein Mehr. Geht nicht. Sag ich, hört auf mit der Scheiße. Es geht. Und dann geht es innerhalb von einem Tag. Und die wollen dir erzählen, irgendwelche Deadlines auf 2 Wochen zu verschieben. Und du sagst, what the fuck? Das geht, das muss. Und es geht. Egal, was du machst, du wirst immer irgendwelche Leute haben, die sagen, das geht nicht, das kannst du nicht, das ist zu klein, das ist zu groß, das hat vorher keiner gemacht, das geht nicht. Nicht hinhören, machen. Für mich war es selbst oder sehr schnell klar, dass ich eine eigene Firma haben möchte. Und mit 16 habe ich dann immer die Bellevue gekauft. Das war eine Zeitschrift, wo Immobilien drin sind. Dann mit 18 hat meine Mutter jemanden im Flieger kennengelernt, der eine Catering-Firma hatte, welches sein Unternehmen beliefert. Und dann habe ich gesagt, Mama, das kann ich auch machen. Und dann bin ich nach der Schule, nach der Bundeswehr ins Catering abgerutscht, bin ich halt gelandet. Und ja, hatte ich eine Catering-Firma und habe anfänglich Brötchen an Haushalte eben ausgeliefert, habe dann über viel auch Unterstützung von Mentoren Hilfe bekommen, finanzieller Art, um da wieder rauszukommen. Ich glaube, er hat mich nicht gebraucht, also finanziell auf, glaube ich nicht, dass er mich gebraucht hat. Ich habe mir schon mal ab und zu mal, was weiß ich, 10.000, 20.000 Euro oder so gegeben, aber da hat er auch Sicherheiten gestellt. Also ich glaube, das hat er alles ganz alleine hingekriegt, ohne dass er finanzielle Unterstützung von meiner Seite gehabt hat. Er hat Erkenntnisse gesammelt. Also auch er hat sich über die Jahre hinweg zu einer starken Persönlichkeit entwickelt und zum Unternehmer. Dann 18 das erste Maklerunternehmen, 20 das Coaching begonnen, 21 die Expansion betrieben, jetzt ist 23 und haben den Deutschen Immobilienpreis gewonnen dieses Jahr. Also was da alles gerade passiert, ist sehr, sehr beeindruckend und manche können es in der Branche gar nicht glauben, dass man in so kurzer Zeit den Markt verändern kann. Aber zum Schluss ist die Markenstrategie dafür verantwortlich, die wir da entwickelt haben oder ich entwickelt habe. Unternehmensführung, Mitarbeiterführung ist, glaube ich, der Schlüsselerfolg für einen Erfolg in einer Firma. Du musst einerseits geben, aber du musst als Chef auch erkennen, wann es mal nicht mehr geht, weil jeder Mensch natürlich unweigerlich immer seinen Vorteil sucht. Da hat mir Catering viel geholfen, weil da habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Habe sehr über Macht geführt, also weil ich der Chef bin.
weil ich immer beschissen worden bin und verarscht worden bin auf gut Deutsch. Ich war sehr jung, ich hatte keinerlei Ahnung von Menschenführung, Kommunikation, all diesen Dingen. Auch mal zu geben, Mitarbeiter zu verstehen, was die machen. Und das hilft mir natürlich heute extremst viel, weil letztendlich, wir sind ein Team, ich allein kann das gar nicht schaffen. Ich habe zwar die Ideen, ich muss zum Schluss immer den Finger in die Wunde legen als Verantwortlicher und muss auch mal sagen, hey, wir sind kein Wohlfahrtsverein, sondern ihr habt hier einen Arbeitsvertrag, ihr habt etwas unterschrieben, wofür ihr vergütet werdet, genauso wie ich. Das ist das Werk der Agenda 2026. Hier steht unsere Vision und unsere Mission drin. Und jeder sollte wissen, was unsere Vision und Mission hier in der Firma ist, nämlich das führende Unternehmen im Bereich Produkt, Dienstleistung und Wissen zu sein, wenn es um Ankauf und Verkauf von Immobilien geht. Wir haben unsere Stärken- und Schwächenanalyse, warum wir ja, da sind, was machen wir gut, was machen wir schlecht, welche Chancen und welche Risiken haben wir, wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen in diesem Unternehmen. Da drüben, das ist was ganz, ganz Wichtiges, das hängt in all unseren Betrieben, nämlich die Vision, die Mission, unsere Werte, Philosophie, Unternehmenskultur, nach diesen Leitsätzen leben wir und wir wollen einfach, dass die Mitarbeiter das jeden Tag sehen, dass wir es auch leben, dass es nicht nur eine Floskel ist, sondern dass es wirklich auch Werte sind, die das Unternehmen auszeichnen und dafür kämpfe ich jeden Tag. Letztendlich Verhaltenskodex auf Events mit Kunden, auch das ist ein wichtiger Punkt und den bitte ich euch zu berücksichtigen. Wir machen sehr viele Events, wir sind das Gesicht der Firma nach außen, da können wir uns nicht volllaufen lassen und dann Halligalli machen. Mache ich auch gerne mit, aber nicht auf Kundenveranstaltungen. Und letztendlich, schlechte Bewertungen sind der Tod der Firma. Und all das ist ein Teil aus Garmisch, nämlich von 140 Seiten, Daniel, aktuell. Und nach diesen Dingen leben wir. Hier ist Hall of Fame. Also hier fühle ich mich wohl. Dirk Nowitzki war auch dieses Jahr bei Fair Family Top Arbeitgeber Auszeichnung bekommen. Dirk kennengelernt, der ist 2,20 Meter, ich war wirklich wie ein Gnom neben ihm. Alfred, guter Freund von mir, das ist das Trikot von seinem letzten Spiel für Augsburg, bester Torschütze. Erste Tor diese Saison und natürlich das hier, exklusive Partnerschaft. Alle großen Marken in Deutschland in dieser Liga spielen. Wir wollen dahin und deswegen haben wir heute eine exklusive Partnerschaft mit dem FC Augsburg unterschrieben. Ein kleiner Kreis von, ich glaube, 9 oder 10 Firmen. Ja, und da gehören wir jetzt dazu. Das ist ja schon auch mal für uns, ich kann es noch nicht greifen, also ich weiß nicht, was da auf uns prasselt, weil das werden ja alle sehen. Ja, klar. Und deswegen bin ich gespannt, was da bei uns intern passiert. Wir machen ja auch eine geile Kampagne auf die Bande. Augsburg, du bist so geil, jetzt deinen Traumjob, deine Traumwiege finden. Straßenbahn fährt in Augsburg. Wir überfluten den Augsburger Markt mit Ads. Also das wird schon für Furore sorgen. Und jedes Mal sagt man wieder, mehr geht jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich als 1, als 2. So. Schon ist es passiert. Sehr schön, jetzt machen wir es wie bei den Spielern obligatorisch erstmal. Ja. Wenn die Unterschrift. Danke, dir. Ich bin trocken. Herzlich willkommen. Dankeschön. Die Firma extrem erfolgreich ist, weil es ein guter Typ ist, weil es menschlich passt und weil wir die Unternehmen hier aus der Region, die fest verankert sind und ein extrem gutes Netzwerk haben, hier von FCA begeistern und gewinnen wollen. Und da haben wir bei Bricks & Mortar einen totalen Glücksfall gelandet. Für Menschen, die hier einfach ihre 7,x Stunden am Tag sitzen, am Abend heimgehen, egal ob die Arbeit fertig ist oder nicht und egal was gerade ansteht, ob wir gerade ein Sonderprojekt oder ein Event haben, wird es hier nichts sein. Also alles, was wir hier bekommen an Positiven, ist natürlich auch verknüpft mit viel Arbeit und mit Engagement.
ich denke, dass wir die nächsten Jahre weiter so wachsen wie bisher, eher noch viel, viel mehr. Das ist wie eine große Familie. Ich glaube, er führt sein Unternehmen wie eine große Familie. Seine Mitarbeiter stehen 110% zu ihm und er steht 115% zu seinen Mitarbeitern. Glaube ich, so ist es. Da kommen wir sehen. Sehr, weil wir eine Reise begonnen haben, gemeinsam eine Firma zu machen mit einem Commitment, dass wir diesen Weg gehen und ich vorrenne, ich immer gegeben habe, ich sehr viel verzichtet habe, was auch okay war, was so besprochen war. Und auch hier ist die Wahrheit in der Mitte. Zum Schluss ist es nicht dazu gekommen, einer meiner besten Freunde nicht mehr meiner besten Freunde ist. Was heißt das in 10, 20, 30, 50 Jahren? Wo entwickelt sich die Firma hin? Und dann schaut man zurück und sagt, ja, das war wahrscheinlich der Punkt, der passieren musste, auch wenn es scheiße ist. Aber sehr enttäuschend. Also eine der größten Niederlagen meines Lebens. Es tut mir echt weh. Ohne Scheiß. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass das so weit kommt, aber es ist so. Auch damit muss man lernen, umzugehen. Dann hast du Gefühle, Emotionen und das trägst du ja unweigerlich nach Hause irgendwie. Also du willst ihn ja nicht damit damit sie belasten. Sie sagt immer zu mir, ich lasse ja nicht mal Luft zum Atmen. Ich glaube, sie weiß mittlerweile, was ich im Leben mache und sie ist da ein großer Teil des Erfolgs. Was dieses Jahr hier in dieser Firma passiert ist, was an Ideen entstanden sind, welche Herausforderungen, welche Probleme wir auch hatten, was der Markt uns alles in die Wege geleitet hat. Also schon viel passiert, viele Dinge hat man aber auch wieder vergessen. Zum Beispiel Dubai, wir waren in Dubai dieses Jahr. Klassenfahrt meines Coachings mit 50 Teilnehmern, wir wollten mit 24 fahren. Und das war dieses Jahr im April. Aber keiner hat es mehr auf dem Schirm. Deutscher Immobilienpreis. Ich meine, das ist ja eine Auszeichnung, die bekommst du einmal. Die gibt es nicht ein zweites Mal in Deutschland. Wir haben sie. Steht da drüben. Ich möchte Danke sagen dem ganzen Team. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Meine Partner, Mitarbeiter, Familie, die hinter mir stehen. Ganz, ganz vielen lieben Dank euch allen. Ich bin super, super stolz und ich verspreche euch, wir werden noch mehr Gas geben und werden das Ding nächstes Jahr versuchen zu verteidigen. Möglichkeit ist natürlich mit unserer Vision, wenn uns diese Vision gelingt, die wir erarbeitet haben, dann ist die Möglichkeit, das einzige Unternehmen in Deutschland zu sein, was das erfüllen kann. Es gibt kein zweites Unternehmen, egal wie sie heißen, alle Wettbewerber. Also für mich ist die Gefahr größer wie die Stärke. Ich habe in meinem Leben immer eins gemacht. Ich schaue immer, egal wenn ich was abwäge für mich in meinem privaten Leben, was ist das Worst-Case-Szenario? Und die Gefahren sind immer die größte Bedrohung. Und die musst du im Griff haben. Wenn wir die im Griff haben, werden wir auch unschlagbar sein. Weißt du, viele Menschen im Leben stützen sich immer nur auf ihre Stärken, wie toll sie sind, was sie können. Wenn ich mich auf die Schwächen konzentriere, das Thema ist wieder. Das hat mich innerlich in Kroatien so geärgert. Im Nachgang bin ich so dankbar, lieber S***. Hoffentlich schaut er das Video an. Weil er hat mich wieder so motiviert, dass ich wieder neue Ideen dadurch generiert habe, wo wir jetzt schon wieder um 5 Nummern besser sind. Also deswegen sollte man sich mehr auf die Schwächen konzentrieren, wie auf die Stärken. Und die Möglichkeiten resultieren dann daraus. Und wir fahren jetzt mit dem Team das erste Mal mit der Führungsebene, weil wir jetzt alle Abteilungen mit Führungsebenen besetzt haben, nach Garmisch an den Eibsee, Zugspitze. Agenda 2025 aufsetzen,
nicht nur Soll-Ist-Planungen und Zahlen und irgendwelche Visionen, sondern die unterlegen mit Futter, wie kommen wir auch dorthin, wie erreichen wir diese Zahlen, wie kommunizieren wir, welche Meilensteine wollen wir wann, wie setzen und was passiert, wenn wir sie nicht einhalten, weil die Vision ist, Bricks and Mortar zu den Top 3 Maklerunternehmen Deutschlands aufzubauen. Ich werde auch mal laut, aber das geht nie gegen die Person, sondern es geht immer um die Rolle, um das große Ganze, nämlich das Ergebnis. Ich bin Geschäftsführer, ja, ich muss es zum Schluss verantworten. Das gibt's doch nicht. Hey. Nee, passt nicht, weil zwei fehlen. Sowas kriege ich bei sowas, ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr lange geduldiger Mensch, aber irgendwann ist Schluss. Ich habe folgende Bitte, ich habe so einen Hals und sage jetzt bitte ja nix. Einfach mal pünktlich sein. Schau mal her, meine Zeit ist auch wichtig. Ich investiere in dich Zeit, du musst nicht. Aber dann sag mir einfach, du willst es nicht und dann lassen wir es. Und die Antwort möchte ich bis morgen um 12 Uhr von dir haben. Und morgen werden wir beide eine Entscheidung treffen, ja oder nein. Man kann über alles reden, aber Link und dann noch Ausreden finden, dann noch so doof sein, das zu posten, der hat einen Vertrag, das ist Vertragsbruch. Da steht ganz klar drin, wie wir damit umgehen. Wirklich eine Eins mit dreifach Trippelstern. Oder? Also das läuft runter wie... Aber das ist wirklich Kino. Alles, was wir gestern besprochen haben. Also wirklich auf den Punkt. Also wirklich, ich bin jetzt wieder gut drauf. Wie geht der Führungskreis zukünftig mit gewissen Themen um? Welche Kompetenzen hat er? Welche Verantwortung hat er? Wie kommunizieren wir untereinander, um ja, Speed of Implementation da reinzukriegen? Also wie schaffen wir es, noch schneller die Dinge umzusetzen? Und das in einem Kontext, dass es alle wissen. Wenn man zu schnell wächst, vergisst man ab und zu mal Teilbereiche und dann hakt irgendein Zahnrad, das muss dann so nachziehen. Ich habe ja eine Vision und die muss jetzt 3 Jahre funktionieren. Also ich muss ja erstmal sagen, wo ist die Vision und dann breche ich es runter auf Teilbereiche und dann geht es in die Umsetzung und dann können wir mit dem Team kontrollieren, sind wir auf Kurs oder nicht und können dementsprechend auch die Abweichungen dann angehen. Also schon ein wichtiger Punkt. Kommunikation. Naja, du darfst jetzt ein was nicht vergessen. Daran scheitern die meisten. Wir ziehen in eine Richtung, wir feiern gemeinsam, wir streiten gemeinsam. Aber zum Schluss immer für die Firma, weil es kommt nur die Firma und nichts anderes. Und dann kommt der Mitarbeiter und dann kommt ganz lange nichts und dann komme ich als Geschäftsführer und Inhaber. Und da gehen wir ganz, ganz offen damit um. Und ich glaube, das ist eines der ganz, ganz großen Erfolgsgeheimnisse bei uns. Das ist hier eine interne Gruppe, die sich auch mal zofft wie in einer Beziehung. Das ist eine interne Gruppe, die sich auch mal hoffentlich reibt. Immer im Sinne der Firma auf Augenhöhe. Aber es ist wichtig, wir sind eine Truppe. Ihr sitzt hier, weil ich vertraue euch, weil ich euch lange genug kenne, weil ich glaube, dass ihr die Richtigen seid und nicht irgendwie andersrum, sonst würden ja andere Leute da sitzen. Und das muss man aber auch verstehen, welche Verantwortung ihr da übernehmt. Jeder hat einen anderen Antrieb und jeder hat ein anderes Warum, ein anderes Ziel. Und deswegen gibt es keine Garantie dafür. Tun muss jeder selber. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihm seinen Fehler auf seine Frage oder die Antwort auf seine Frage geben kann, und er dadurch dem Ziel, seinem persönlichen näher kommt, würde ich sagen, liegt bei 100%. Dass er das geschafft hat, innerhalb weniger Jahre diese Coaching-Schiene da so auf- und auszubauen, das fand ich schon ja, sehr beachtlich. War für mich auch sehr lehrreich. Ja. Darf ich dir ganz offen und ehrlich geradeaus ins Gesicht sagen? Mach doch mal das Erste und das ziehst du Vollgas durch. Und wenn du das dann funktionierst, dann sagst du, jetzt verbessere ich es. Gerade wer spricht mit mehr wie 10 Leuten im Monat? Da hast du nicht die Hand gehoben. Ich bin genau gerade jetzt online. Egal, ist ja nicht böse, aber sprecht doch mal mit 100 Leuten im Monat und sag dir ehrlich, Max, du kannst mich jetzt anblasen, wie du willst, aber jetzt zeige ich es dir mal, weil du hast mich jetzt immer angeblasen, jetzt blase ich dich mal an. Ich habe mit 100 Leuten im Monat gesprochen und das funktioniert nicht.
Ich gebe dir Brief und Siegel, wenn du es schaffst, mit 100 Leuten im Monat zu sprechen. Ich habe, Max Wolf hat angefangen, wer mich von Anfang an kennt, Gerhard und so. Ich bin jede Woche 10 Termine kalt abgefahren. Ein Jahr lang. Ich habe jede Woche 10 Leute kontaktiert. Die habe ich gar nicht gekannt. Ich habe keine Ahnung von nichts gehabt. Aber ich habe jede Woche 10 Termine gnadenlos. Und aus jedem Termin wurde ich besser. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt könnt ihr mich alle mal anschlecken. Und dann habe ich 40 im Monat und habe 500 Termine ein Jahr durchgezogen. Und nach von diesen 500 Terminen sind 40 qualifizierte Termine geworden. Und auf einmal war, bumm, der Wolf wie Phönix aus der Asche. Aber ihr sprecht mit zu wenig Leuten. Ihr müsst mit mehr Leuten sprechen. Und dann müsst ihr euch Gedanken machen über den nächsten Step. Und da helfen wir euch. Aber ich bin immer, und ich möchte euch gar nicht davon Schlips treten. Aber zum Schluss scheitern alle an einem Ding. Wisst ihr an was? Ich glaube, der Max ist mit eines der ersten Unternehmen, die eine digitale Ausbildungsakademie für ihre Mitarbeiter haben. Gleichzeitig über seine Jahre als Erfahrung bei Leier, später als Coach, hat er schon das Rüstzeug, um auch immobilienwirtschaftlich die Ahnung zu haben, dass man ihm den Experten abnimmt. Ich habe damals schon gesagt, wenn ein ehemaliger Unternehmer damals für 100 Mitarbeiter durch Brötchenverkauf die Firma finanziert, dann kann er verkaufen und hat da sein Talent. Und das Fachwissen, haben wir gesagt, bringen wir ihm bei, was wir ihm auch beigebracht haben. Und ich finde es toll, die letzten Jahre, sind ja inzwischen auch, ich glaube, er hat 10 Jahre dieses Jahr in der Immobilienbranche, dass er einfach seine Stärken ausgebaut hat. Und wirklich seine Stärken sind sein Netzwerk, seine Kontakte, er inspiriert Menschen. Also Max hat ganz viele Dinge bei uns implementiert. Er hat die Leier-Akademie gegründet. Jahresauftakt haben wir nächste Woche, der durch ihn damals entstanden ist. Wir sind deswegen auch stärker im eigenen Grundstückshandel. Also geschäftlich habe ich auch von ihm sehr profitiert. Hier, ihr könnt hier hinten noch die bessere Anzeige machen. Dann habt ihr 2% mehr Ergebnis. Dann habt ihr 4 Gespräche mehr, habt einen Abschluss. Wenn ihr aber hier vorne 50 mehr ansprecht, habt ihr hier hinten mehr 10 Ergebnis. Der Trick ist eins in dieser Vertriebskette, eure Schlagzahl, und ihr macht alle zu wenig. Und es gibt Muster, die Leute, die diesen Erfolg haben, die tun einfach hier in der Aktivität mehr. Erinnert euch, wenn ihr mehr Leuten euer Angebot zur Verfügung stellt, werdet ihr unweigerlich mehr Geld verdienen, weil ihr relevanter für den Markt werdet. Wenn du aber jetzt hier hinten die Anzeige verfummeln willst, dass die noch ein bisschen optimaler ist, Bullshit. Das hier macht Schlagzahl. Wenn man Geschäftsführertraining bei uns bucht, dann passiert Folgendes. Wir wollen die Teilnehmer kennenlernen, wollen genau wissen, wo sie stehen, um ihnen auch punktuell genau just in time helfen zu können. Beim Onboarding-Gespräch hat man vor allem direkt gemerkt, dass Max, sag ich mal, von A bis Z direkt mal analysiert und prüft, was man eigentlich gerade macht und vor allem auch so den aktuellen, sag ich mal, Painpoint sich anschaut. Also was ist gerade so der größte Hebel, an dem man arbeiten kann, um dass man das Unternehmen fördert. Ich habe im Internet nach unterschiedlichen Themen zu Fix und Flip gesucht, bin dann über die Grundstücksparzellierung gestolpert. Und er war der Einzige, der das so gemacht hat. Das kannte ich gar nicht. Gerade diese Prozesse, aber auch die Struktur kann man im Grunde auf ganz, ganz viele Unternehmen stülpen. Und gerade das hat mich überrascht, dass es einfach so ganzheitlich in vielen Bereichen war und man ja richtig Expertise ganzheitlich bekommt und nicht nur exakt auf ein Thema zugeschnitten. Auf einmal ab der neuen Geschäftszweig, der sieht wieder einen ganz anderen Blickwinkel. Also als Beispiel, du kannst ein Maklerunternehmen zum Beispiel leiten, operativ, dass du gar nichts aktiv mit dem Kunden zu tun hast. Oder du kannst aber auch makeln und Mitarbeiter haben. Das ist ein ganz anderer Perspektivblick. Ich habe ein Maklerunternehmen und habe noch nie eine einzige Immobilie vermakelt. Ich fand es erstaunlich. Also ich bin in das Coaching rein mit dem Ansinnen, im Immobilienbereich was zu lernen. Habe aber festgestellt, dass das, was Max einem beibringt, duplizierbar ist auf eigentlich alle Bereiche. Da im Grunde geht es mehr ums Unternehmertum und wie skaliere ich mein Unternehmen, wie bin ich ein guter Unternehmer. Man kann es auch als Blaupause nehmen und damit Autos verkaufen, das würde genauso funktionieren. Es geht immer erstmal um Umsatz im Unternehmertum. Dann gibt es die andere Seite, Architektur. Und das ist so eine Treppenstufe, diese Architektur. Je nachdem, wie viel Umsatz ihr hier erwirtschaftet.
Und es muss ein Geschäftsmodell werden. Und die meisten scheitern an ihrem Geschäftsmodell, weil man baut ein Fließband. Also ihr müsst einen Betrieb bauen über Systeme und Prozesse, wo ihr sagt, ich stecke 1 Euro rein und dann kommen da hinten mehr Euro raus. So, dann kommt das. Also nehmt mir das bitte nicht böse, ja. Ich will auch nicht Klugscheißer reden. Genau, aber meine Aufgabe ist es euch, ich sag mal, Blickwinkel zu eröffnen, wo könnte es scheitern? Und es scheitert meistens am Geschäftsmodell oder am Fundament. Wenn die zwei Dinge nicht gegeben sind, verliert man ganz schnell Jahre, ohne es zu merken, und dann erklärt man sich, warum es nicht funktioniert. Das war wieder, was ich eingangs gesagt habe. Und dann schließt sich der Kreis so. Und das muss man durchbrechen. Also meine Aufgabe ist es, euch neue Perspektiven zu geben. Ich muss ja wühlen, wo kann ich euch denn helfen? Ich habe jetzt mittlerweile über 800 Unternehmen betreut. Ich kenne alles. Auf jeden Fall gibt es da jemanden, der ja eine der größten Enttäuschungen meines Lebens ist, den ich als Freund gesehen habe, der Vertrauen bekommen hat, Zugänge bekommen hat. Und dann Datensätze des Unternehmens nachweislich exportiert hat, was man nicht nur so einfach machen kann, sondern da muss man schon sehr IT-affin sein, was er ist, und mir dann erzählt, er macht jetzt auch Coaching. Er legt alle Ämter ab mit sofortiger Wirkung. Vielleicht war es Zufall, ich weiß es nicht. Ich habe mit ihm nie mehr gesprochen, will ich auch nicht, weil ich sage, wenn man mein Vertrauen missbraucht, das dauert sehr, sehr lange. Ich bin ein Mensch, ich mache auch Fehler, und aber irgendwann sind so Dinge im Leben, wenn ich mal eine Freundschaft kündige, dann ist es wirklich gekündigt. War auch so ein Moment im Leben, wo ich gesagt habe, hätte ich nie gedacht, dass sowas überhaupt mal passiert, dass es von dieser Person kommt, der bei mir zu Hause gewesen ist, der ja eine sehr, sehr wichtige Vertrauensperson für mich war. Aber da muss ich sagen, ja, da ist Schluss. Also wenn man meine Familie angreift, und für mich zählt als Familie nicht nur Kinder und Frau, sondern auch meine Firma und meine Mitarbeiter, dann werde ich alles dafür tun, das zu unterbinden. Und das habe ich auch getan mit aller Macht. Ich glaube, da hat es nicht nur bei uns in der Firma für Überraschung gesorgt, sondern bei ihm auch, und hat dann sofort eine einstweilige Unterlassung unterschrieben, weil die Menschen gar nicht sehen, was man tut. Und ich habe mich da oft reingesetzt, warum macht jemand sowas? Also was ist der Beweggrund für so etwas? Klar, man sieht bei mir tolles Leben, man sieht tolle Familie, man sieht tolle Firma, Menschen, die sich um einen versammeln. Aber man sieht nicht, warum die sich um mich versammeln, was ich dafür tue. Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit, Vertrauen. Ich würde nie ein Vertrauen missbrauchen von jemandem. Lieber bevor ich meinen Namen kaputt mache, mache ich etwas nicht. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, einem Freund, nicht mal einem Bekannten in der Branche das zu machen. Und ich habe ihm dann noch gesagt, warum machst du denn genau die Branche? Mach's doch dann irgendwo anders. Aber zum Schluss ist es eine Geschichte meines Lebens, die mich wieder weiterbringt, die mich wieder prägt und sehr, sehr schade ist. So, wir machen weiter, sonst wird es schwierig. Wir machen weiter, bitte alle rein, sonst wird der Zeitplan so zerrissen. Wir machen weiter. Ziel ist es, ich möchte ja die Branche verändern, ich möchte sie revolutionieren. Deswegen ist auch dieses Format entstanden, die Immobilienrevolution. Das neue Eventformat haben wir uns überlegt. Wir wollen einfach jeden Monat in eine Stadt und wollen die Leute eben begeistern mit neuen Ideen und was halt so in der Branche gerade aktuell ist. Thema Zahlen, Daten, Fakten, Käufermarkt, Digitalisierung, externe Speaker. Und ja, es sind alle aus der Branche hier. Es sind Makler hier, Bauträger, Architekten, Fix und Flipper, die komplette Szene in der jeweiligen Stadt. Und heute das erste Mal. Hat denn eigentlich eine Webseite? Wer hat da eine? Da müssen sich viele Arme hochgehen. Wer hat einen Facebook- oder Instagram-Account? Okay. Und wer sagt, dass er das Online-Game, das Online-Marketing-Game schon so beherrscht, dass er der absolute Nummer 1 in der Region ist? Die Frage habe ich schon oft gehört. Also hätte mir einer vor 5 Jahren erzählt, dass das, was hier passiert, passiert, dann hätte ich mich wahrscheinlich nackig ausgezogen und wäre jetzt losgelaufen und hätte gesagt, das mache ich. Nein, habe ich nicht. Also das, was da passiert ist, ist unvorstellbar. Allein Olli, der hier neben der Kamera steht,
der war beim Bewerbungsgespräch und ich habe gesagt, ja, Olli oder Herr Seitz damals noch, wir bauen mal irgendwann mal ein eigenes Filmstudio und ja, wann war es da? 4 Wochen später, halbes Jahr später, 3 Monate später, halbes Jahr hat gar nicht gedauert. Also es ist Wahnsinn, was da passiert, das hätte ich nie gedacht, aber es ist auch viel Arbeit und viel Fleiß und vor allem steht da ein geiles Team dahinter, weil ohne dieses Team wäre das alles nicht entstanden. Du machst so geile Umsätze, du machst so geile Gewinne, aber du stehst in dem Punkt dir selber im Weg. Weil du Angst hast, irgendwo, warum, weiß ich nicht, ob du dann Angst hast, finanziell zu versagen oder ob du Angst hast, dass es nicht funktioniert. Das ist ein völlig falscher Ansatzpunkt. Ich weiß, dass ich definitiv besser verkaufe als jeder an dem Tisch hier. Das glaube ich nicht. Würde ich eine Wette drauf geben. 100%, also, du verlierst. Alle bis auf einen. Nein, auch du. Ich habe 40 Köpfe mittlerweile. Und? Entdeckt in Augsburg. Der Kopfumsatz ist? Es geht ja nicht um pro Kopfumsatz. Es geht darum, ums Gesamte. Und im Gesamten schlage ich deinen Betrieb ums Tausendfache. Wir machen ja selbst mit Augsburg, mit Primo National schon mehr Umsatz wie du jeden Monat. So, darum geht's ja. Es geht ja nicht darum, was ich pro Kopf Umsatz, ja, kann man bewerten. Aber zum Schluss geht's um den großen Kuchen, mein Lieber. Was ist, wenn du krank bist? Was ist, wenn du im Urlaub bist? Dann steht die Bude. Ja, bin immer da. Ja, super. Ich glaube, es gehört einfach zum Leben, zum Unternehmertum dazu, Dinge auszuprobieren. Und manche funktionieren nicht. Mund abputzen, weitermachen. Und genau das tun wir. Aber nee, hätte ich nie gedacht, dass wir in so ein Wespennest in der Immobilienwirtschaft da reintreten. Nein, never. Aber es ist geil. Es macht voll Spaß. Das ist wirklich, es macht echt Spaß. Es ist, und es ist auch, der Spaß ist nicht das Wirtschaftliche, das Finanzielle. Es, der Spaß liegt darin. Da muss echt mal in dich gehen, ob das so das Richtige ist, mein Lieber. Musst du selber wissen. Ich möchte da gar nicht reinreden. Aber du hast so einen geilen Betrieb, du hast es so geil im Griff. Aber da hast du irgendwie eine Blockade. Und ja, du wirst nie deinen duplizieren, nie. Musst du auch gar nicht. Musst du auch gar nicht. Und wenn der nur 40% macht, wenn er sich rechnet, der Mitarbeiter, wenn er, keine Ahnung, 2.000 kostet, bringt dir 4.000. Dann hat sich schon... Bisher hat sich keiner gerechnet von denen. Dann liegt es aber an dir. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Dann schaffst du Systeme, Prozesse, dass es funktioniert. Bei mir rechnet sich auch nicht immer alles. Aber im großen ganzen Kuchen, es ist ein Unternehmertum. Und ich weiß, ich habe heute Umsatz gemacht, obwohl ich nicht da bin. Und der war heute echt nicht schlecht. Systeme zu entwickeln, Marketingstrategien, Marketingkampagnen, Ideen, Salesstrategien und gucken, ob die funktionieren, wie sie der Markt annimmt. Also da liegt der Reiz daran. Natürlich kommt dann alles andere danach, aber es war nie... Der Antritt war nie, Geld zu verdienen. Also klar muss man Geld verdienen, aber eben nicht in dieser Größenordnung. Die BWA ist, ja, nochmal, die BWA ist ein Teil davon. Aber noch einmal, du musst das System verstehen. Meine Mannschaft läuft jeden Tag mit 300 Stunden. Nein, aber es geht darum, das System zu verstehen. Systemunternehmertum heißt, vielleicht nicht die maximale Marge zu haben, aber ein System zu haben, was unabhängig von mir funktioniert. Das ist Unternehmertum in meiner Welt. Mein Unternehmen ist überhaupt nicht abhängig von mir. Natürlich bin ich der Kopf, habe die Ideen, die Visionen. Wenn ich morgen aber nicht mehr bin, wissen die genauso trotzdem, dann hoffentlich kommen sie an Grabstein und sagen, scheiße, war netter Kerl, aber es läuft. Was man sieht, wir haben riesengroße Meilensteine. Nämlich nächste Woche wird Immobilie kann jeder gelauncht. Die Ergebnisse von Garmisch werden unserem Team bekannt gegeben. 1. Oktober steht Primo Finance an. Da laufen jetzt alle Fäden zusammen, um das aufzusetzen. Und bis Weihnachten sind es dann noch 5, 6 große Meilensteine, die wir gehen. Und dann haben wir dieses Jahr auch schon wieder rum. Und eigentlich fangen wir jetzt schon an, für nächstes Jahr alles vorzubereiten. Weil alle Tätigkeiten, die du heute machst, bestimmen dein Ergebnis von 2024. Das ist Wahnsinn, wie schnell das Jahr rumgeht. Und ich sag dir offen und ehrlich, wenn es nächstes Jahr Ende 300 sind, dann lade ich euch alle hier auf die Malediven ein. Wenn es nicht mindestens 30 im Monat sind, ist es kein System. Punkt. Ende der Ansage. Wir haben 7 neue Landingpages auf 7 neue Zielgruppen. Wir haben Recruiting-Broschüre, wir haben komplette Marketing verändert, wir haben neue Videokurse, wir haben alles rausgearbeitet, wir haben keinen Einzylinder mehr, wir gehen auf 8 verschiedene Wege an Leute ran. Sorry.
Wir haben 4 Monate dran gearbeitet. Die Idee ist schon mal vor 3 Jahren entstanden und wie es immer so im Leben ist, es gibt Dinge, die kennst du, die machst du nicht. Neue Label, Immobilie kann jeder. Das positioniert dich ja so extrem tief im Markt. Das kann ja gar keiner kopieren. Keiner hat eine Vision, Mission. Die Dinge, die wir hier machen, macht ja keiner. Und Dinge, von denen hast du überhaupt noch nie was gehört. Und bin mal gespannt, wie der Markt reagieren wird, ob der Markt, sagt, wow, was haben denn die da schon wieder rausgezaubert? Hier sind jetzt auch viele Mitbewerber gerade aktuell drin, weil die wissen wollen, was jetzt kommt. Man muss einfach auch mal ein bisschen umdenken. Man muss mal den Markt ein bisschen verstehen. Man muss sich mal mit seiner Zielgruppe beschäftigen. Was haben denn die überhaupt für Probleme, Ängste und Sorgen? Und nicht immer nur reindrücken. Und irgendwie um jeden Preis wird es schon funktionieren. Sondern nein, ihr müsst euch mit eurer Zielgruppe mehr denn je identifizieren. Finanzierung, Förderprogramme, all die Themen, die kommen, Sanierung, Heizungen, da kommt ja ganz, ganz viel. Jeder kann Immobilien und jeder hat das Recht auf ein Dach über dem Kopf und jeder hat das Recht auf Eigenheim. 48% Eigenheimquote in Deutschland und 52% sind Mieter. Und das ist ein Dach, ein Slogan, wo wir die Vision bestimmt haben, zu sagen, jeder hat das Recht auf Immobilie. Wir wollen das führende Unternehmen in Deutschland für Ankauf und Verkauf von Immobilien sein, wenn es um Produkt, Dienstleistung, Wissen geht. Das Slogan Immobilie kann jeder. Ja. Geh mal drauf, kannst du drauf schauen. Immobilie kann jeder.de. Also die Idee ist, Maximilian Wolf gibt es so nicht mehr, sondern Immobilien kann jeder. Maximilian Wolf. Und die Vision ist, das führende Unternehmen im Bereich An- und Verkauf von Immobilien zu werden, wenn es um Wissen, Produkt oder Dienstleistung geht. Und unter diesem Label Immobilien kann jeder, wo wir Informationen von Menschen bekommen, die etwas gelöst haben wollen, weil zum Schluss kaufen Menschen Lösungen. Ich kaufe kein Haus, ich kaufe eine Lösung, weil ich mit meiner Familie da wohnen möchte, weil ich dort es geborgen möchte, weil ich vielleicht groß, klein wohnen will, was jeder so für Ansprüche an sein Eigenheim hat. Aber egal, was du kaufst immer eine Lösung. Das Telefon ist schick, aber es löst dir etwas. So, mit unserer Produktpalette unter diesem Label Immobilien kann jeder, lösen wir einfach alle Probleme, die ein Mensch am Immobilienmarkt hat. Egal, ob er privat oder Business ist, ob er eine Finanzierung braucht, ob er eine Photovoltaik braucht, ob er Förderprogramme braucht, ob er Bestand aufbauen will, handeln will als Job. Wir geben ihm erstmal alle Informationen, haben dadurch einen größeren Zugriff auf Menscheninformationen und können dann mit unseren Lösungen, nämlich Bricks and Mortar kann was, Ankauf und Verkauf von Immobilien machen und Job in unser Maklersystem. Wissen ist unser Coaching oder Immobilien kann jeder, lösen wir ihm. Und Dienstleistung ist Finanzierung, Kapitalanlagen, Photovoltaik. Das ist Immobilien kann jeder. Wir verkaufen da nichts, sondern wir filtern über dieses Label, um dann den Menschen die Lösungen zu bieten, die sie auf ihr Problem suchen. Und das ist halt ein System, was wir geschaffen haben, das hat keiner in Deutschland. Also keinen einzigen. Ich kenne keinen, der das hat, geschweige denn verstanden hat, was wir dort machen. Was aber nichts Verwerfliches ist, wir haben halt einfach den Markt neu uns aufgestellt und haben ihn digitalisiert. Und das ist das einzige Geheimnis, was wir machen. Also wir machen nichts anderes. Versteht noch keiner. Und das ist geil. Aber du musst am Anfang einfach sagen, Andi, ich mag dich. Bist du gewachsen, mir das zu leisten, ja oder nein? Es gibt kein Zwischending. Es gibt nur liefer oder du bist raus. Ich habe die Verantwortung für all meine Mitarbeiter und deren Familien. Die verstehen nicht, wenn es daheim nichts zum Essen gibt. Diesen großen Schritt zu gehen im Wachstum, wird diese Aktion und diese Dinge, die wir heute besprechen und installieren, die werden nächstes Jahr zum Tragen kommen. Ich habe sein Geschäftsmodell aber nicht verstanden. Und ich fand es aber spannend, das zu hinterfragen. Was ist das Geschäftsmodell von ihm? Er hat mir das kurz erklärt mit OPM, einer Investmentfirma, mit einem Maklerunternehmen, die dann irgendwie zusammenspielen. Ja, so ist es dann gekommen, dass ich 2 Monate später gekündigt habe und gesagt habe, alles klar, baust ein Maklerunternehmen in Nürnberg auf. Bisher hatten wir Marketing, Vertrieb, im Coaching komplett schon überein. Im Maklertum sind wir so halb jetzt dann. Ich glaube, mit der neuen Idee sind wir
Und Daniel muss jetzt gucken, dann noch die dritte Schablone drauf. Digitalisierung, wie kann er uns im Vertrieb Erleichterung für mehr Effizienz geben? Und es wird Leute geben, die Primo nicht mögen, und es wird Leute geben, die es richtig geil finden. Das ist normal. Und das ist eben, das braucht aber auch eine starke Marke. Eine starke Marke braucht immer Hater und Fans. Mhm. Weil wenn du so im Mittelding rumschwimmst, es gibt ja auch viele große Maklermarken, die kennst du gar nicht. Weil die nicht polarisieren, die sind halt so im Mittelfeld drin. Aber wenn du polarisierst, und das macht der Max generell schon, dadurch, dass er auch Coaching macht, Projektentwicklung und alles halt immer groß macht. Stimmt schon. Ja, allein dadurch ziehst du die richtigen Leute an und stößt die richtigen Leute auch, die du nicht haben willst, ab. Wir haben in Deutschland einen Anteil an Grundstücks- und Immobilienvermittlungen der Branche von in etwa 60%. Vielleicht in den Großstädten ein bisschen mehr, am Land ein bisschen weniger. Das heißt aber schon, dass 40% der Marktanteile noch zu vergeben sind. Und da sehe ich ein ganz großes Potenzial für den Max seine Idee. Zum Zweiten kommt natürlich dieser Faktor Werbung dazu. Wenn man sich ehrlich ist, zu welchem Makler gehen Menschen? Zum Besten oder zum Bekanntesten? Das mag jetzt nicht unbedingt positiv sein, was ich sage, aber meistens gehen die Menschen zum Bekanntesten. Und das ist etwas, was der Max versteht. Wie mache ich Marketing? Wie baue ich Reichweite auf? Wie schaffe ich es, dass Menschen mich kennen, bevor ich sie überhaupt treffe? Geld verdienen mit Immobilien? Geht das noch? Warum ist leider es so, glaube ich, mein Name ist so Menschen, Maximilian, das ist nicht möglich. Du bist Unternehmer oder Geschäftsführer? Doch, es geht. Mein Name ist Maximilian Wolf. Wo du hinschaust, überall ist der Hero, der Messias, der wird überall im Vordergrund gestellt, und er lebt es ja auch, er genießt es, glaube ich, auch, ja. Auf der anderen Seite habe ich Max jetzt die letzte Zeit natürlich auch oft erlebt, wo er an die Grenzen der Belastbarkeit. Also es läuft auf Hochtouren, Team ist auf Vollanspannung, Ticketverkauf hat begonnen. Wir haben tolle Bühnen, tolle Partner gewonnen. Also da ist alles im Lot und freue mich. Wird so groß, wie es noch nie war. Ja, der Immo-Kongress war natürlich dafür jetzt die Grundlage für alles, um uns einfach wirklich noch mal besser in der Branche zu positionieren, mehr Reichweite zu bekommen, unsere Vision kundzutun, auch zu zeigen, dass wir Menschen sind, dass mir wird ja oft immer so ein bisschen nachgesagt, ich wirke so arrogant im Internet. Gibt es natürlich auch, du hast immer Leute, die über dich schlecht reden. Und die kennen mich aber gar nicht. Also die wissen gar nicht, wer ich wirklich bin. Die sehen halt irgendwas im Internet und aufgrund der Figur interpretieren sie irgendwas rein. Also ich glaube, kein Mensch hat alles unter Kontrolle. Und wenn du Unternehmer bist, dann hast du schon gleich dreimal nicht unter Kontrolle. Du kannst es planen, ja. Aber Unternehmertum heißt auch Veränderung. Und Unternehmertum heißt, ja, einfach weitermachen an der Vision, an der Agenda 2026 arbeiten. Und neue Geschichten wird es nicht mehr geben, es wird keine neue Positionierung geben, es wird keine neue Firma geben, sondern was man eigentlich sagen kann zu 2024 ist Fokus. Ich muss das erstmal wirken lassen. Ich bin sprachlos. Ich bin selten sprachlos, ich bin wirklich sprachlos. Ich habe keine Ahnung, hätte ich mir nicht malen können, was da jetzt passiert ist. Was ich mir erwarte, dass alles reibungslos funktioniert, dass wirklich alle Menschen kommen. Das ist immer so meine größte Angst bei so einem Event oder bei all meinen Veranstaltungen, ob es Immobilienrevolution, Kongress ist, CEO Day. Ich schaue dann immer so in der Früh vor die Tür, sind die Leute da? Und wenn das geregelt ist, dass so die erste Bruchstelle, die Leute auch schnell reinzubringen und dann das Programm so, wie du es dir überlegt hast und die Technik funktioniert, dass alle happy sind, und ich glaube, wir haben coole Vorträge, wir haben alle Themen der Branche handeln wir ab. Sehr gut.
Aber die Bude ist nicht mal ansatzweise nur annähernd voll. Die haben das in einer Perfektion, in einer Dynamik, in einem Teamgeist runtergerockt. Das war unvorstellbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total überrascht, weil ich das nicht erwartet hätte, dass zum einen über 2000 Menschen herkommen. Das in der heutigen Zeit, das muss man erstmal, man muss sowas erstmal auf die Beine stellen. Dankbar für alles, dass man, wenn man so Feedback kriegt, überhaupt das erleben zu dürfen. Also hättest du mir vor 3 Jahren gesagt, dass sowas passiert, dass Menschen zu dir kommen, dir Danksagungen machen, dass sie 5 Immobilien letztes Jahr gekauft haben, dass sie ihren Job gekündigt haben. Das sind schon so Momente, ich bin demütig und werde ich auch mal bleiben. Ja, 2023, ein unvorstellbares Jahr. Wir haben es Umsatz steigern können, wir haben den Ertrag steigern können, wir haben Marktanteile gewinnen können. Und mein Ziel ist es eben, 2024 250 Partner auf der Weihnachtsfeier begrüßen zu dürfen. Wir haben heute so fleißig, demütig gearbeitet, dass das, was jetzt kommt, ja, unvorstellbar wird in 2024. Allein unser Coaching, wir haben mittlerweile über 1000 Teilnehmer im Coaching. Wir kommen aus allen Branchen, aus allen Marktgeschehnissen, sei es Architekten, Makler, Bauträger. Wir haben die Coachings erweitert auf mittlerweile 6 Coachings, um noch mehr Input unseren Partnern liefern zu können. Agil muss man sein, und das waren wir in 2023 und haben jetzt durch Primo Finance, unsere neue Finanzierungsgesellschaft, wo wir zukünftig eigene Finanzierungen noch schneller für den Käufer abschließen können, haben wir einen Meilenstein gelegt. Wir haben mit unserer Kapitalanlagengesellschaft, wo ich einen neuen Partner gewinnen konnte, neben 2 anderen, die 2024 Februar, März verkündet werden, wo auch nochmal jeder sagen wird, wir haben das schon wieder geschafft. Das wird unvorstellbar und das wird uns in eine andere Liga katapultieren. Wir haben das geilste Line-up in der Branche, was es auf einem Event an Top-Speakern gibt. Und das Niveau möchte ich nächstes Jahr mindestens halten. Wenn man sieht, was so drumherum alles ist, das heißt jetzt das Staging, also die Bühne, der Bühnenaufbau, dann muss ich wirklich sagen, 1A, Vorbereitung, Umsetzung, Planung, also richtig gut. Diesen Wettbewerbsvorteil kann uns keiner mehr nehmen. Das sieht man heute noch nicht, was wir gebaut haben. 2023 war ein brutales Jahr. Aber wir haben so viele Systeme, Prozesse, Partnerschaften, Mechanismen geschaffen, das wirst du nicht mehr wegkriegen. Ja, die größte Heilung ist, wenn dich Leute kopieren, die dann auch aus dem eigenen Stall kommen und glauben, 1:1 alles kopieren. Nein, die werden im Mittelmaß versinken. Aber mit unserer Vision, die wir haben, und mit all diesen Dingen bin ich so sicher, wie ich selten davor war. Wir haben jetzt ein Juwel geschliffen. Wir haben ein Auto gebaut, einen High-Speed-Wagen. Und jetzt muss er gefahren werden. Und das werden wir 2024 tun. Ein Entertainer ist er natürlich. Der Max, der geht dahin, ist vollkommen unvorbereitet und sieht dann vor 1500 Leuten eine perfekte Show ab. Ist einfach toll. Wenn du auf 750 Umsatz 300 Gewinn hast, du 50%, das schaffst du nicht. Ja, aber egal wie du unterwegs bist, schaffst du nicht. Dann hör ich auf, also dann komme ich zu dir ins Coaching. Und da hat er es schon geschafft, auch in kurzer Zeit so in seinem engsten Umfeld, ich will jetzt vielleicht so sagen, so seine Scharfschützen, die er in den verschiedenen Abteilungen hat, dass er da, zumindest meinem Gefühl hat, wirklich tolle Leute hat, die richtigen Leute gefunden hat. Und es ist ja nie der Chef, es ist der Chef, der sein Team motiviert und das Team, das es dem Chef ermöglicht, erfolgreich zu sein. Yeah.
überweist dir morgen die 500.000, machen wir eine gemeinsame Firma. Du machst Vertrieb und Logistik und ich mache IT und Finanzen. Dann habe ich gesagt, wie eine 500.000 morgen überweisen, weil diese Summen waren für mich ja völlig utopisch. Nach Hause gefahren, mit meiner Frau gesprochen, sagt sie, ja, dann musst du das machen. Und mein Opa hat immer gesagt, 50% von etwas ist besser wie 100 von nix. Fangt an, lebt euren Traum, ihr habt alle ein Leben. Keiner weiß, wie lang es geht. Und das Leben ist doch einfach so geil. Und es gibt so schöne Sachen.